Anton Strini, Leiter vom Arbeitsmarktservice in Vorarlberg. In einer Vorarlberger Tageszeitung war heute die Schlagzeile, dass sich die Menschen vermehrt um ihre Jobs ängstigen, dass sie unsicher sind. Wie schaut es denn derzeit aus auf dem Arbeitsmarkt? Ich halte es für eine ganz normale Sache, dass dann, wenn Arbeitslosenzahlen deutlich steigen, dass die Ängste größer werden, dass man den Arbeitsplatz verlieren kann. Und wir haben natürlich eine Situation, dass wir jetzt etwa Ende Mai die höchste Arbeitslosenzahl gehabt haben in allen vergleichbaren Mai-Daten, seit es überhaupt Aufzeichnungen in der Arbeitslosenstatistik gibt. Wer ist denn am meisten davon betroffen? Altersgruppen, Berufsgruppen? Wir haben bei der Betroffenheit die größten Schwierigkeiten bei Jugendlichen und jungen Menschen, also unter 25-Jährigen. Ganz einfach auch deshalb, weil diese Jugendlichen noch zu wenig oder überhaupt keine Praxis mitbringen. Haben natürlich auch Probleme bei Wiedereinsteigerinnen, die nach Babypause wieder am Markt sich etablieren möchten und wieder in den Beruf einsteigen möchten. Zum Teil aber auch bei Personen, die bereits im fortgeschrittenen Alter sind, also Personen über 50. Gibt es sowas wie eine Patentlösung, wie man diese Probleme ein bisschen meistern kann, in Richtung, wo kann man sich weiterbilden? Patentlösungen gibt es keine, klarerweise. Aber eines kann ganz klar festgehalten werden. Qualifizierung ist ein ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg am Arbeitsmarkt. Wir bieten Unternehmen etwa Beihilfen an, wenn sie in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren. Das ist eine Sache. Dann gibt es natürlich die Sache, dass jemand, der bereits arbeitslos geworden ist, die Zeit der Arbeitssuche auch nutzen kann und sollte, sich überhaupt weiter zu qualifizieren. Wir bieten ja durchaus auch vom Arbeitsmarktservice aus einige Kursmaßnahmen, Weiterbildungsmaßnahmen an, die hier als Angebote zur Verfügung stehen. In welcher Berufssparte gibt es denn derzeit die größten Chancen? Wir haben natürlich derzeit eine Situation, dass wir in fast allen Berufsbereichen Schwierigkeiten am Markt haben, wobei insbesondere im Bereich Pflege, Gesundheit die besten Jobchancen im Moment jedenfalls bestehen. Hier gibt es auch ganz konkret Bildungsmaßnahmen, die das Arbeitsmarktservice insbesondere für Frauen anbietet, etwa die Ausbildung zur Heimhelferin, Ausbildung zur Pflegehelferin etc. Wir wissen aber natürlich, dass auch Techniker, wenn derzeit auch nicht so stark am Markt nachgefragt, zumindest dann wieder sehr gute Chancen haben werden, wenn der Markt wieder anzieht. Und es gibt sicher Sinn, auch derzeit Ausbildungen, berufliche Weiterbildungen in diesem Bereich anzustreben. Vielleicht noch ein Wort zu den Kosten. Das Angebot auf Weiterbildung vom AMS, muss hier auch der Arbeitslose selber Kosten tragen oder wird das alles bezahlt? Wenn es sich um berufliche Weiterbildungsmaßnahmen handelt, die ins System, das heißt in die berufliche Perspektive des Betreffenden passen, dann übernimmt das Arbeitsmarktservice die gesamten Kurskosten, wenn solche gemacht werden oder anfallen.